Die Berliner Bergbrauerei aus Berlin ist schon lange nicht mehr hier auf dem Kanal gewesen. Grund genug, das mal zu ändern. Jetzt kommt das Double IPA, wenn ihr kurz dran bleibt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Ich freue mich vor allem noch mehr, solltet ihr alle ein Kanal-Abo haben. Und wenn das noch nicht der Fall ist, da unten habt ihr die Gelegenheit, jetzt mal schnell mit der Maus oder mit dem Finger hinzuklicken und ein Abo zu lösen und vor allen Dingen dann immer informiert zu werden, wenn es hier neue Videos gibt, so wie das heutige. Und es ist ja auch so ein bisschen Zuschauerbeteiligung, dass wir hier nämlich, wir hatten neulich ein Double IPA. Und irgendjemand hat mir geschrieben, hey, probier mal das vom Berliner Berg, das Double IPA, richtig, richtiger, schöner Brecher. Und ja, euer Wunsch ist mir natürlich Befehl und ich habe es mir dann besorgt. Double IPA aus dem Hause der Berliner Bergbrauerei mit 8,5 Volumenprozent Alkohol, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen und Hefe. Und ja, es hat 60 Bittereinheiten, das konnte ich zumindest der Webseite entnehmen, hat 20 Grad Plato, also das ist schon mal ganz ordentlich. Andere würden dann vom Doppelbock sprechen. Ist wie immer ein limitiertes Bier und das Rezept stammt vom Braumeister Thorsten, der hat sich da ein bisschen ins Zeug gelegt und ja, was Schönes zusammengebraut, hoffe ich doch zumindest. Ein Besuch bei Berliner Berg ist ja auch immer noch überfällig und ich habe da gerade auf die Bottle Cap schauen können, aber ich schenke jetzt mal währenddessen ein. Es ist mit Chinook, Equinot und Idaho 7 gemacht. Letzterer ist ja einer der Hype-Hopfen im Augenblick. Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe, hatte ich gesagt. Und was haben wir denn hier schön? Eine schöne, trübe, orangene Farbe, ein schöner, kräftiger, weißer Schaum, der herrlichst am Glas hängt, mit einer schönen, feinen Gardine, tolle, feine Pore auch. Und ja, Trübung, würde ich sagen, ist mal schön vollständig. Also das ist richtig ansehnlich. Oder man kann in dem Fall nichts ansehnlich sagen, man kann nicht durchschauen. Ah ja, das ist jetzt echt spannend, weil man erwartet manchmal so, ja, entweder ist es sehr fruchtig oder es geht ja in diese malzig-pinia-harzige Richtung. Und hier haben wir beides. Also es ist auf der einen Seite, hat so eine richtig schöne fruchtige Nase, so ein bisschen diffuses, fruchtiges Aroma. Aber auf der anderen Seite, da ist eine schöne, harzige, bittere Note mit drin. Oh, das macht richtig Lust auf den ersten Schluck. Der kommt jetzt. Cheers. Ich habe vergessen rauszusuchen, wer mir das empfohlen hat. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an dich. Ja, das ist richtig, richtig geil. Weil das ist so ein bisschen ein Double IPA, was von der Kette gelassen worden ist. Das ist nicht so 0815, Lili, Mimi, sondern das hat schon mal richtig Ecken und Kanten, aber auch Dinge, die man sonst so nicht kennt. Und nehmen wir mal einen Schluck, weil ich muss mich jetzt gerade bei einer Sache gerade ein bisschen eingrooven. Also Passionsfrucht Maracuja ist mit dabei. Es ist ein bisschen Ananas. Und jetzt haut es mich tot, aber da ist Banane mit da am Start. Da ist ein bisschen Banane mit. Mag an der Hefe liegen, die da verwendet worden ist, aber ich finde das richtig geil. Weil das ist sowas, was ich so geschmacklich gar nicht aus dem Double IPA kenne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, tut dem Bier jetzt nicht unbedingt schlecht. Und es hat so eine richtig schöne, knackige, harzige Note, Pinie am Start, süßlich, kräftige, bittere, aber toll balanciert, ein bisschen weniger auf der würzigen Seite. Und das ist so ein Bier, was so, ich habe so ein bisschen Ecken und Kanten und ja, tut auch so ein bisschen was dafür, dass es eben jetzt nicht so ein Bier von der Stange ist, sondern eben, ja, für den etwas anspruchsvolleren Biergenießer gemacht worden ist. Und ja, an der Stelle muss ich sagen, nochmal danke, dass man mir das empfohlen hat. Ist wirklich toll. Ein mittlerer bis vollerer Körper. Kohlensäure ist so ein bisschen zurückhaltender.
Textur schön, cremig, weich, aber immer halt eben mit diesem bisschen harzigen und spikigen hinten drin, wo es dann eben ja auch ein bisschen kantig einfach wird. Und das macht es halt auch am Gaumen so ein bisschen spannender und immer auch wieder fordernder. Und die Hopfenbitter ist auch bei dem Bier so, die baut sich wieder so nach und nach auf. Also man macht dann ersten Schluck, denkt, oh, das ist aber bitter. Und beim zweiten denkt man, oh, das ist aber bitter. Und beim dritten, ah, das ist richtig, richtig bitter. Und die kommt so zum gewissen Level und auf dem bleibt sie dann schön stehen. Aber das ist schon bei 60 Bittereinheiten, und die würde ich jetzt auch sofort unterschreiben, das ist schon durchaus fordernd. Auf der anderen Seite eben diese fruchtige, süßliche Komponente, und die hinten im Nachtrunk ist ein wahrer Traum. Und deshalb gibt es für das Berliner Berg Double IPA aus der Hauptstadt Deutschlands von ProbierTV gibt es dafür 4,5 Punkte für das Berliner Berg Double IPA aus der Berlin City. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Solltet ihr noch kein Kanal-Abo haben, jetzt habt ihr da unten die Gelegenheit dazu. Und wenn euch noch langweilig ist, da oben ein Video, da unten ein Video. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.